So. Ach. Wieso fragst du sowas? Hast du ausnahmsweise mal keine Antwort, die du dir aus dem Ärmel schütteln kannst? Komm schon, denk nach. Dir wird doch mit Sicherheit etwas einfallen, nicht wahr? Was ist nur los? Wieso? Warum sprecht ihr so? Ich bin enttäuscht. Wo ist dein Allwissen? Sonst genießt du es doch, immer im Mittelpunkt zu stehen. Ich glaube, seit der Festung hat sie fast schon gar nichts mehr gelabert. Also sei mal nicht so. Sprachlos. Jetzt tust du doch nicht so. Du bist und warst nie so besonders, wie du denkst. Du fühlst dich immer erst dann zufrieden, wenn du den Leuten dein Wissen unter die Nase reiben kannst. Jeder soll wissen, dass sie gegen dich nicht ankommen. Deswegen tust du auch nichts anderes, als jede freie Minute damit zu verbringen, dein Wissen größer und größer und größer werden zu lassen. Weil du es nicht ertragen kannst, Unrecht zu haben und keine Antwort parat zu haben. Die Verehrung ist nur der erste Blick nach außen. In Wirklichkeit bist du eher bemitleidenswert und schwach, wenn man bedenkt, dass du es so nötig hast. Ich schäme mich, dein Vater zu sein. Niemand mag Leute, die immer Recht haben müssen. Niemand! Begreift das doch endlich! Ihr habt Unrecht, so bin ich nicht. Gerade ihr solltet das wissen. Siehst du, schon wieder. Und wieder willst du unbedingt Recht behalten. Merkst du es eigentlich nicht selber? Nein, ich... Marlene, oh. Was ist denn jetzt? Bin ich die Einzige, die das gerade gesehen hat? Keiner da? Wo seid ihr hin? Weg, allesamt. Du bist eben dazu verdammt, auf alle Ewigkeit allein zu sein, Schwesterlein. Hä? Schwesterlein? Hey, die Tarasa! Was machst du denn hier? Du tauchst doch erst im zweiten Teil aus! Verschwinde gefälligst wieder dahin, wo du hergekommen bist! Als du damals abgehauen bist, hast du die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Bist du bescheuert? Wieso wirfst du mir nach 2 Jahren, in denen wir uns nicht gesehen haben, sowas an den Kopf? Ich freue mich jedenfalls, dich zu sehen. Ich hab dich vermisst. Komm mir nicht zu nahe, du Unrat. Wieso bist du komisch? Du weißt doch, wer ich bin. Ich, deine Schwester, Marlene. Ich will mein Leben nicht auch noch deinetwegen verlieren. Bleib also fern von mir. Wieso solltest du? Du bist komisch. Tarasa? Im Gegensatz zu dir ist deine Schwester ziemlich klug, Marlene. Aber naja, einen faulen Apfel gibt es wohl in jeder Familie. Eigentlich ist das schwarze Schaf, aber egal. Mama? Mama! Du bist damals gar nicht gestorben. Ich bin Fufu. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außer, dass Tarasa heute sehr seltsam ist. Und du gar nichts kapierst. Aber das ist jetzt auch egal. Du lebst. Mama. Okay, so sah die aus. Marlene, was redest du denn da? Ich bin gestorben. Vor genau 12 Jahren. Gerade du solltest dich noch daran erinnern. Immerhin ist es deine Schuld gewesen. Meine Schuld? Ich habe nichts getan. Wieso bin ich schuld? Dein Dasein ist die Schuld. Du allein hast Leid über unsere Familie gebracht. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Niemand von uns hat Schuld. Das war doch Tracy und seine Männer. Deinetwegen bin ich aus seiner Organisation ausgestiegen. Drum ist es auch deine Schuld, dass sie mich eines Tages ermordeten. Du bist ein Unglücksbringer. Niemand sollte damit gestraft sein, dich an seiner Seite zu wissen. Früher oder später sterben sie doch bloß alle. Umso besser, dass du mich damals verlassen hast. Ich war noch nie so glücklich gewesen. Nein, ich hab nicht. Ich wollte nicht. Du wolltest nicht, aber nun ist es also mal so. Du bist dazu verdammt, ewig allein zu sein. Ich bin gar nicht allein. Ich hab doch nun auch endlich Freunde gefunden. Und wo sind sie?
Offensichtlich nicht hier. Du hast sie umgebracht, Marlene. Du hast schon wieder jene umgebracht, die dir vertrauten. Bitte, hört auf! Oh Gott, jetzt kommt Rika. Was soll man ihr denn vorwerfen? Hä? Oh Gott, Leute, was war das? Wo seid ihr und wo bin ich überhaupt? Okay, Rika, es ist alles in Ordnung. Die anderen sind hier irgendwo. Ich muss ihn nur finden. Ah! Hä? Moment. Papa? Vater? Ja, tatsächlich, Vater. Tut mir leid, ich habe mich bloß etwas erschrocken. Ist Mutter denn nicht bei dir? Ich bin hinter dir, Rika. Wunderbar, hallo Mutter. Ich bin sehr froh, dass ihr hier seid. Ein bisschen seltsam ist aber schon. Was tut ihr hier, wenn ich fragen darf? Wieso fragst du das? Ist es nicht so, dass du dich das überhaupt nicht interessiert? Ich schätze, du bist bloß froh, uns zu sehen, damit du nicht allein an diesem dunklen, gefährlichen Ort bist. Sieht dir nämlich ähnlich, mein Kind. Ja, aber was ist denn daran falsch? Du weißt doch, wie ängstlich ich bin. Die Hoffnung, dass aus dir mal eine gute Königin wird, haben wir längst aufgegeben. Was? Wieso denn? Was habe ich? Ich weiß, dass ich noch viel zu lernen habe, aber gerade fand ich gemein, von euch. Rika, bitte beantworte nur eine Frage. War dir jemals etwas wichtiger als du selbst? Wie bitte? Ich bin erschüttert. Haltet ihr mich für so egoistisch? Zirp, zirp, zirp. Natürlich tun wir das. Und ein Volk unter einer Herrschaft, das würde unter deiner Tyrannei leiden. Christo würde dem Untergang geweiht sein. Ich bin noch nicht so weit, eine Königin zu sein, aber ihr denkt so. Das ist unfair. Das ist nicht nur unsere Meinung, meine Liebe. Jeder Mensch, der dich kennt, denkt so. Nein, Erika und die anderen denken bestimmt nicht so. Hast du denn jemals etwas für sie getan? Ist es nicht eher so, dass sie für dich kämpft, dass du sie für dich kämpfen lässt? Das ist der Gipfel des Egoismus. Du nutzt sie nur aus, wie du jeden für deine Befinden ausnutzt. Deine Freunde sind doch bloß aufgrund deines Status mit dir auf Reisen. Denn hinter ihrer Fassade wissen sie, was in dir steckt. Eine hochnäsige Prinzessin, die keinen Finger für ihre Liebsten krumm macht. Deswegen wirst du auch nie in den Genuss wahrer Zuneigung kommen. Jeder von uns wäre am liebsten, wenn du einfach verschwinden würdest. Doch wie lange würde ein Mensch allein überleben, der sich nur auf andere verlassen kann? Die kriegen sie richtig. Jetzt fehlt nur noch Erika. Und ich glaube, sie durchbricht es einfach mal so. Ja, wie konnte das nur passieren? Von einem auf den anderen Schlag wurden wir getrennt. Ich hoffe, den anderen ist nichts passiert. Natürlich ist ihnen etwas passiert. Und das nur, weil du mal wieder nicht die retten konntest, die dir nahestehen. Wesker. Erinnerst du dich? Ach, ich bin gestorben, weil du mich nicht beschützen konntest. Da ist es dir doch immer so wichtig, jene zu schützen, die dir nahestehen. So ein Widerspruch aber auch, nicht wahr? Was hast du denn? Gewissensbisse? Vollkommen zu Recht. Ich war immer für dich da. Doch wo warst du, als ich dich am dringendsten brauchte? Wo, frage ich dich? Du musst eingesehen, dass ich recht habe. Du bist einfach zu schwach, um das zu sein, was du gerne wärst, nämlich ein starker Beschützer. Doch das Einzige, was du bist, ein schwacher, armseliger Mensch. Du siehst doch nicht mal ein Mensch, guck dir mal die Löffel an. Was, findest du das auch noch witzig? Du bist ja noch ein viel schlechterer Mensch, als ich annahm. Erika, sieh es doch endlich ein. Netter Versuch. Pat? Wie?
Du bist nicht Wesker. Mein guter Freund aus Kindertagen ist nicht lang nicht mehr am Leben. Und das allein ist deine Schuld. Ich weiß genau, was du versuchst zu bezwecken. Doch glaub ja nicht, dass dir das irgendwas bringen wird. Ich weiß, wer ich bin und über was ich kämpfe. Und du bist der Letzte, von dem ich mich auf nur irgendeiner Weise täuschen lasse. Ich wusste es doch. Und jetzt verschwinde endlich. Da gibt es ein paar Menschen, die meine Hilfe brauchen. Na toll, ich darf noch nicht mal selbst kämpfen, oder wie? Wollte ich nicht. So wollte ich doch nicht sein. Hm? Es tut mir so leid. Ich wollte euch das nicht antun. Sie brauchen meine Hilfe. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Helf mir, mich zu ändern. Die anderen haben es voll erwischt. Toll, muss ich mir das Ganze jetzt anschauen? Das wird lustig. Helft mir. Lia? Hm? Erika? Erika, bitte verzeih mir. Ich wollte euch nicht nerven oder euch untergraben. Mein einziger Antrieb war, euch zu helfen. Bitte glaubt mir. Das wissen wir doch. Hat jemals jemand was anderes behauptet? Aber... Verstehe. Das sind nichts weiter als Trugbilder. Trugbilder, die Patsch schuf, um unseren Willen zu brechen und unsere mentale Stärke zu zerstören. Was immer sie dir gesagt haben, es ist erstunken und erlogen, jedes einzelne Wort. Ich bin sicher, dass du ja und dein Vater das ebenso sehen. Auch Marlene und Rika und alle anderen sind dir sehr dankbar für alles. Wo wären wir ohne dich? Bestimmt nicht hier, wo wir jetzt stehen. Erika. Komm, lass uns diese Illusion gemeinsam zerschlagen. Ja, du hast recht. Ich sag ab jetzt mal am besten nichts. Das wollte ich nicht. Marlene, wir sind hier. Lia muss noch kommen. Erika? Geht doch. Lia, du bist auch hier? Hör zu, Marlene, ich weiß nicht, was die beiden dir erzählt haben, aber nur, es muss sehr schlimm für dich gewesen sein. Und was immer es war, es stimmt nicht. Aber sie haben wohl recht. Ich bin schuld am Tod meiner Mutter. Und vermutlich bringe ich auch euch nichts als Unglück. So ein Unsinn. Du hast die Giftschneide. Eine der geilsten Techniken von allen. Du kannst kein Unglücksbringer sein. So ein Unsinn. Das wollten sie dir ernsthaft weismachen? Du, eine Unglücksbringerin? Na gut, du hast Rikas Haar abgefackelt, aber egal. Ich glaube, Pat geht wohl langsam die Ideen aus. Pat? Das hier ist sein Werk. Er hat eine Illusion geschaffen, um uns zu täuschen. Ich bin auch zunächst auf sie hereingefallen, doch Erika konnte mich wachrütteln. Du hast uns noch nie Unglück beschert. Und auch am Tod deiner Mutter trägst du keine Schuld. Wie denn auch? Du warst doch noch ein kleines Kind. Wir sind froh, dich bei uns zu haben. Ihr seid lebensmüde Vollidioten. So kennen wir dich. Wie könnt ihr es wagen, meine Schwester und sogar meine Mutter zu kopieren, mich derartig zu linken? Macht euch auf was gefasst! Kann ich mit eurer Hilfe rechnen? Ja, klar. Natürlich kannst du das. Lasst sie uns gemeinsam mitkämpfen. Ich weiß doch, dass ich ohne meine Freunde nichts bin. Ich bin nun mal nicht stark genug. Du bist stärker, als du denkst. Du bist die Stärkste gegen die Dämonen. Lichtmagie. Punkt aus. Fertig. Schluss. Erika, machst du das? Ja, du bist hier.
Ja, Marlene. Du hast doch nichts falsch gemacht. Und eine Last bist du schon gar nicht. Komm schon, Rika. Wisch dir die Tränen weg und stehen dir gar nicht. Ja. Auch uns hat Pat versucht, mit dieser schlechten Illusion zu täuschen. Schlecht? Bei 3 von 84 geklappt, eine Trefferchance von 75%. Dich ihnen hinzugeben, ist ein einziger Fehler, den du machen kannst. Du fühlst dich schwach ohne uns. Hast du Angst davor? Rika, glaubst du wirklich, dass wir ohne dich überhaupt bis hierhin gekommen wären? Nö, keine Eilerin. Tja, hör auf die beiden. Sie haben nämlich recht. Wir sind ein Team und jeder von uns ist als Team stärker als allein. Findet ihr, dass ich egoistisch gehandelt habe? Marlene, deinen Kommentar bitte. Wie egoistisch kann ein Mensch sein, der alles hinter sich lässt und sein Leben für den Einsatz, die Welt zu retten? Wie konnte ich mich so leicht täuschen lassen? Ich danke euch, Erika, dir und auch dir, Marlene. Vielen, vielen Dank. Werdet ihr mir helfen? Darauf kannst du dich verlassen. Wir lassen dich nicht allein zurück. Haben wir den Spuk jetzt beendet? Ja. Den Raum kenne ich noch, allerdings war der damals... Naja. Ist alles in Ordnung? Ja. Ja. Ich konnte mich wieder fangen. Alles wieder in Butter. Hätten nie gedacht, dass er zu sowas fähig ist. Danke euch allen bestens. Auch wenn mir dieser Ort nun noch mehr Angst macht als vorher. Lasst uns gehen. Nun dann, lasst uns unseren Weg fortsetzen. Dum, dum. Hä? Wie jetzt? Wie so zum Teufel ist das hier nicht durchgehbar? Hä? Hä? Irgendwas läuft hier falsch, Leute. Irgendwas läuft hier ganz und gar falsch.